So, Freunde, sind wir wieder zurück bei Pokémon Legend Arceus. Und hoffentlich wieder mal in Folgen, die, naja, Normallänge haben, nicht immer so gewaltige Überlänge, meine Güte. Und ja, ich habe mir Gedanken gemacht bezüglich unserem Team, auch natürlich Evoli, wie ich es entwickeln möchte. Ich habe jetzt entschieden, dieses Evoli mache ich jetzt so nach Tara. Ja, doch, nach Tara. Und nicht irgendwie Psiano oder sogar Filinara. Einfach nur aus dem Grund, weil er wirklich schon sehr, sehr lange kein Nachtara mehr hatte oder auch trainiert habe. Und wie ich gemerkt habe, hier in dem Spiel ist doch eine gute Defense sehr, sehr wichtig und Nachtara ist halt, was Verteidigung betrifft, das Beste der, also vor allem ausgewogen, ne, in speziell und physischer Abwehr, das Beste der Evoli-Entwicklungen. So, ihr seht schon, ich habe mal den Move ausgetauscht gegen Gedankengut, weil man dachte, wenn da irgendwas passiert, wenn ich da irgendwie doof wieder drauf kommen, wird sich aber da doch ein Filinara, weil es ein bisschen sehr arg doof. Und ich switch halt hier auch mal noch einen Move und zwar gegen Tackle, genau. Mal so just for fun. Aber natürlich als Nachtara, als Unlicht-Pokémon das nicht sehr lange haben werden, ziemlich sicher. Ich wollte es trotzdem mal schnell machen. So, ansonsten hatten wir noch die Diskussion mit dem Nebulak, das, dem einen, das wir mal gefangen haben, was offenbar sehr, sehr stark ist. Und auch Roselia und so. Und ja, es ist alles noch, haben wir alles noch gemerkt und so. Das werden wir alles noch ein bisschen dann gucken, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal möchte ich doch mal noch mit dem aktuellen Team noch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen noch spielen. Vielleicht wird Bojolin bald mal rausfliegen, das kann sein. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal möchte ich bei Bojolin gerne mal, ganz kurz gucken. Machen doch mal hier Ice Heap rein. Statt dem Sternschauer, genau. Durch auch ein krasser Move, oder? So ein guter, altmodischer Sternschauer, beziehungsweise Ice Heap in dem Fall. So, bei Damioplex, ja, haben wir auch krasse Moves plötzlich drauf mit Energieball oder Spukball, vor allem als Normal-Pokémon. Sind natürlich spezielle Attacken und momentan ist Damioplex eigentlich doch eher noch ein bisschen physisch ausgerichtet. Wo ich eigentlich aber bereits Gedanken gut drin habe. Also insofern. Da mir aber jetzt aktuell vom Team her ja wirklich irgendwie noch ein Pflanzen-Move fehlt, würde ich mal Energieball reinnehmen für Tackle. Da bin ich echt gespannt, wie das ist, sobald ich Damioplex entwickeln kann. So, dann bei Luxio. Da wäre einfach Knirschen noch drin. Statt dem Biss. Ist natürlich auch nie verkehrt. Donnerwelle ist halt gut, um Pokémon zu fangen. Donnerzahn, Eiszahn. Ja, ja, ja. Kannst du auch überlegen, wenn du einen Feuerzahn. Vor allem, wenn wir nachher ins Gebiet vom roten Sumpfdingsbums zurückkommen und gesehen haben, dass dort halt relativ viele Pflanzen- und Käfer-Pokémon sind. Wobei, Eisern wirkt auch gut gegen Käfer-Attacken, also insofern, gegen Käfer-Pokémon, Entschuldigung. Kann man insofern also auch gut belassen bei Staravia. Im Risikotackle hat es aber selbst gelernt. Fragen wir schon, warum ich dem beibringen soll. Wäre es Sturzflug oder so etwas? Ja, kein Problem, aber so ein Move. Uff. So, Iglava noch nicht viel Neues drauf. Und da freue ich mich schon sehr auf die Entwicklung. Denn die soll ja auch ziemlich speziell sein. So. Dann, wir haben hier noch Leistungssand, Leistungskies, wie wir wissen. Ein bisschen aufgeräumt habe ich ja schon, weil die Dinge wollte ich noch ausrüsten. Aber erst einmal gucken wir doch noch wegen der, genau, wegen den Quests. Das eine ist noch hier drin, wo wir den, ich sage jetzt mal, Weizen abgeben müssen. Hä? Da unten? Kann man runter? In der Tasche weiten, ja, ist klar. So runter, okay. Hm, der strenge Professor. Ah, der Junge ist ein Forschungstrupp, der den König des Waldes besämtet hat, ja? Da teilst du dich geschickt, ja? Jo, ich soll dir Weizen bringen. Drehen würden wir schon reichen. Ja, klar. Munterreis hier, bitteschön. Vater deines Lebens. Erstatte im Bericht. Das werden wir natürlich auch tun, Freunde.
Aber ich glaube, wir können direkt, wenn wir schon mal hier sind, noch die mit der Hauptquest weitermachen. Also sprich, Berichterstatter an den Boku. Ja genau, der hier ist noch der Taschenfuzzi. Ein Slot mehr, alter Schwede. Fünftausend, ja, ich muss erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 4000, 5000, was ist denn mit den Leuten hier los? Oh! Wir sind hier anwesend. Michael, hör zu, wenn du es in der ernsten Lage. Lass mich erklären. Es geht um ein bedeutsames Pokémon von den Diamant-Clan. Dressella, Königin des Bergkampfs. Es ist in Rage. Natsuwus davon hat es mir verschwiegen. Eine Königin? Weibliche Pokémon dieser Region heißen Königin und Dressella sind schließlich immer weiblich. Und das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ich bin nach Jubeldorf gekommen, um Hinatsu zur Rede zu stellen, doch sie ist nirgendwo zu finden. Kartoffelmochi hat sie sich jedenfalls gut schmecken lassen. Nun ja, das ist schließlich auch meine Spezialität. Hinatsu ist ein Mitglied des Diamant-Clans. Sollte sie etwas mit dem Ursaluna-Vorfall zu tun haben, könnte das zu einem erneuten Konflikt zwischen den beiden Clans führen. Tempoku, wie würde sich die Galaktik-Expedition positionieren, wenn es erneut zu einem Konflikt käme? Wir machen es wie die Schweiz, wir sind neutral. Will heißen? Unterstützen wir die eine Seite, machen wir uns die andere Seite zum Feind. Wir sind hergekommen, um uns im Frieden niederzulassen, nicht um in solche Konflikte verwickelt zu werden. Verstehe. Du hast uns damals das Du angeboten, um ein Gefühl der Vertrautheit zu schaffen und Streit zu vermeiden. Dann kannst du dich jetzt natürlich nicht in unseren Konflikt einmischen. Michael, hast du nicht eine Idee, wie wir vorgehen können? Ich kann nur so Luna rufen. Ursaluna? Haben dich Yuga und Ursaluna etwa für würdig befunden? Das ist großartig, mit Ursaluna können wir Hinatsu anhand ihres Geruchs folgen. Wenn du von Ursaluna anerkannt wurdest, könnte es dir auch gelingen, Dressella zu beruhigen. Ich gehe schon mal vor, wir sind uns bei der Hoheitsstätte von Dresselde im Bühnenkampffeld. Hä? Da waren wir doch schon, oder? War das nicht der Ort mit Ursaluna? Michael, du musst alle Pokémon besänftigen, die es auf Menschen abgesehen haben. Sind schließlich auf der Suche nach einem friedlichen Leben nach Hisui gekommen. Jo! Ich frage mich immer noch, wie zum Henker kriegen wir hin, dass nachher der Ort nicht mehr Hisui, sondern Sinnoh heißt? Ah ja, okay. Ist noch die korrekte Quest ausgewählt. Ich wollte sowieso zurück ins Rote Sumpfland, eben auch nach Pokémon suchen. Oder mir tatsächlich überlege, Freunde, eben gewisse Dinge mit Offscreen zu machen, wie eben auch Materialien zu farmen und so. Aber es gibt dann natürlich Erfahrungspunkte und je nachdem. Ja, ist schwierig, muss ich zugeben. Plötzlich heißt, oh, ein Pokémon neue Attacke oder bin ich plötzlich 10 Level höher. Oder halt gewisse Dinge Offscreen machen, das ist natürlich nicht so geil. Du, nicht die Beste. Einfach was, wo du gehst. Danke. Bitte mehr Waren an. Dankeschön. Okay, jetzt kann ich Federbälle kaufen. Auch Schwerbälle. Ich glaube, Freunde, wir haben mal Zeit, dass wir. Ah, die haben wir schon abgelegt, war genau. Mal die Pokebälle verkaufen. Weil, ganz ehrlich, was soll ich damit noch? So, da haben wir noch ein paar. Also eigentlich Superbälle haben wir genug. Federbälle auch, Schwerbälle ebenfalls. Müssen wir also nicht groß was kaufen. Die Köder. Tränkebeleber. Noch ein paar. Natürlich können wir irgendwie zwei Beleber noch kaufen oder so. Köder, vor allem Köderteig wäre eigentlich sehr dafür. Damit ich halt immer wieder selber was machen kann. Pilzköder kann ich eigentlich auch selber herstellen, mache trotzdem noch zwei. So. Haben wir noch irgendwas Brauchbares zum Verkaufen? Nö, war Scheibenkleister. Entwicklungssteine, Feuerstein, Donnerstein. Ja, da will ich mir vor allem. Und dann auch für Evil-Entwicklung aufsparen, aber auch für was anderes. Und die Leistungsdinge, die wir noch dabei haben, werden wir auch gleich nutzen, Leute. Keine Sorge.
So, ein großer Bammelin. Ja, ist nicht groß genug, dann wissen wir. Genoso, das dann noch ein bisschen. Von den Geiselichtern, dauert auch. Mal ganz kurz gucken, Freunde. Ich habe jetzt bei mir hier noch die Seite offen. Also da, wo ich schon mal erwähnt habe, Arceus.gg oder Arceus.gg heißt die. Wo wir eben gucken können, welchen Gebieten uns was noch fehlt. Also ich sehe da zum Beispiel irgendwie auch, dass eben da im roten Sumpfland, wo hier Inkognito wären, wo die Irrlichter wären und so. Das ist natürlich etwas, das ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch mal aktiv angehen möchte. Aber noch nicht jetzt, wäre jetzt ein bisschen zu früh dafür. Ich dachte ja mal, das Pokémon mit den drei Blättern. Ich überlege jetzt gerade, welches das sein könnte. Dass ihr Myrapla sein könnte, aber das gibt's hier gar nicht. Was ich eben seltsam finde, ist, dass mir das Spiel noch gar nicht signalisiert hat, dass ich es bereits habe. Und wir haben schon ein paar Pflanzen-Pokémon gesehen. Warte mal, wieso überhaupt Pflanzen-Pokémon? Moment, einfach drei Blätter, muss ja kein Pflanzen-Pokémon sein. Also es sind zwar drei, die es auf dem Kopf hat, aber die meint doch nicht Mobei. Paraspase kann ich mir auch nicht vorstellen. Also theoretisch müssen natürlich ein Pokémon, was ich noch nicht habe. Außer ich hab's bereits und könnte einfach mal ganz kurz nachfragen. Natürlich auch eine Option. So. Weil wir draußen sind, Freunde, werden wir eben ganz kurz nachmachen und Evoli entwickeln. Da gibt es wieder eine neue Sidequest. Hier den Pokédex zu komplettieren mit Spaß, das habe ich jetzt schon. Welches Pokémon soll das sein? Ja, es Rosen, drei Blättern, ja, schon. Ist doch eigentlich naheliegend, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist. Oh, es gibt doch Trassler hier, alter Schwede. Tangela kann es ja auch nicht sein, das fände ich jetzt ein bisschen schräg. Warte mal. Bin ich irgendwie mal einen Tangela gefangen? Ah, hier. Ich denke mir ja, wenn wir es bereits hätten, hätte irgendwie unser Pokédex oder eben halt hier die Missionsübersicht schon mal darauf reagiert. Burmi kann ich mir auch nicht vorstellen, vor allem wäre es, glaube ich, das Falsche. Burmi. Okay. Ja gut, was soll's. Wir finden schon noch Freunde, keine Sorge. Aber ansonsten haben wir, was das betrifft, ja gar keine großartige Quest mehr offen, wa? Ich hätte gerne den vollständigen Eintrag von Roselia, aber der fehlte, glaube ich, noch, oder? Wo haben wir's? Also was hier alles für Pokémon gäbe. Ah, hier sehe ich sie auch. Super. Ne, sind nur die, die wir bereits gesehen haben und nicht gefangen haben, genau. Ja, auf dem Kopf hat er irgendwie drei Dinge. Also warum soll irgendwie nicht die drei Blätter sein? Okay. Ne, Roselia ist jetzt auf 6. Ach du Scheiße, gut, ich bin da gefangen. Ein paar Tage sind gefangen. Eine Attacke von Typ Psycho besiegt, das kriegen wir auch noch hin. Ist man das entwickelt haben. Ja, aber ein Lichtstein dafür. Ist doof, hab keinen. Natürlich können wir einen kaufen, aber. So, was ist hier los, Freunde? Mut. Panda-Pokémon, okay. Kann ein paar abgeben. 5 Pokébälle würden mir schon reichen.
Oh nein, er will noch 5 normale Pokébälle und ich habe gerade ein paar. Scheiße. Wir haben keine Pokébälle mehr. Nein, okay, gut. Ja, natürlich alle verkauft, super. Okay, egal. Kriegen wir noch hin, Freunde, das ist natürlich das Einfachste der Welt, wenn wir ehrlich sind. So. Was steht genau hier? Roten Sumpfland aufzuspüren, okay. Also müssen wir sowieso zurück. Ab ins rote Sumpfland. Ich nehme mal die Ödnisbasis. So, ganz kurz wieder zurück machen, weil sonst sehe ich nicht, wie lange der Part schon dauert. Was? Die junge Frau hat vorhin... Aha, okay, ist sie hier in der Nähe. Vor dem blauen Signal. Jo, machen wir, machen wir. Erstmal ganz kurz die Karte checken. Vielleicht sogar irgendwo. Okay, neue Sidequest. Ist noch nichts hier bezüglich. Krankenplatz und so, toll. Ah, hinter uns, ja, wäre noch. Verlorenes Item. Nein, ich dachte gerade, ob irgendwo vielleicht noch so eine Verzerrung wäre. Raumzeitverzerrung. Oh, da oben ist was. Gut. Erstmal machen wir es Nacht. Müssen eigentlich auch reichen, oder? Ja, wir können es mal kurz testen, Leute. Ich speichere mal. Und dann würde ich sagen, entwickeln wir unser Evoli. Müsste jetzt ein Nachtara werden. War doch schon so in Originalspielen, glaube ich, irgendwie ab 17 Uhr. Was? Ernsthaft? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Psyana, krass. Ja, natürlich, Psyana wird Spukball unglaublich gut stehen, zusammen mit Konfusion natürlich. Alter Schwede. Oh, meine Lieblings-Psyana-Entwicklung. Guck doch mal die Initiative an und der Spezialangriff, Alter, das fegt alles weg. Aber eben, nachher werden wir ziemlich sicher mit Damirplex Entwicklung damit hier, das wird ein Psycho-Pokémon sein, weil sonst, warum soll es mit der Attacke Barrierestoß entwickeln können? Das macht keinen Sinn, es muss ein Psycho-Pokémon sein. Dann hätte ich temporär 2 Klagen, natürlich, ob sie eine längerfristig haben, aber ich wollte eigentlich, das will ich jetzt doof, dass ich irgendwie nicht mehrere Evolis habe. Oh, Evoli, gefangen. Ja. Was entwickelt haben, ja, schön. Müssen wir mal kurz neu starten, Freunde. Also merken wir uns, nach Tara doch nur in der Nacht. Und nicht am Abend. Was wäre denn jetzt, wenn es irgendwie Wuffels in diesem Spiel gäbe? Wäre es jetzt so einer Wolverock. Wie heißt die Form? Es gibt ja von Wolverock gibt es ja die Tag- und Nachtformen. Die kennen wir aus Editionen Sonne und Mond. Da gab es noch einen Spezialwuffels, also wenn es das entwickelt hat, wurde es jetzt der Zwielichtform, hieß es, war. Also eigentlich war es irgendwie die Abenddämmerungform, also quasi eine Mischung davon. Das war eigentlich irgendwie auch um die Zeit herum. Schade. So. So. Jetzt aber, Freunde. Nee, nicht so. Erst einmal Bericht. Zum ganz kurz checken. KP 102, Spezialangriff, Angriff geht. Initiative. Vor allem Spezialverteidigung und Verteidigung, da müsste jetzt grandios hochgehen, die Werte. Sehr schön. So, Bericht von Nachtara.
Ja, Spezialangriff und Angriff ging kaum hoch, aber die Defensivwerte und die KP sind natürlich enorm. Was eigentlich auch cool ist, ist natürlich jetzt bloß die Frage, wie wird sich das dann schlussendlich auch ein bisschen auswirken. Also im Kampf meine ich halt vor allem. Oder merken wir schon bald, dass es ein großer Fehler war. Das könnte ja auch sein. So, das sind so die Primärwerte, die nach da aber braucht. So, und dann kann man bei natürlich auch noch ein bisschen auf die Werte gehen. So, und der Leistungskeys, dann geben wir mal trotzdem unserem geliebten Starter für die Initiative. So. Dann haben wir ordentlich aufgeräumt hier. Sehr gut. Na du? Ein Nachtara, Freunde. Ich habe gerade irgendwie Nebula im Hintergrund. Attacken verwalten. Irgendwie hat es gerade eine neue Attacke gelernt, wa? Stammpauke. Ja, eben jetzt mit Spukball. Kann man sich hinterfragen. War das mal noch drin, weil besser zu viel gute Moves als zu wenig. Jetzt sich noch andere Moves lernen. Spukball mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Defensivkraft. Genau, natürlich kommt das mit Gedankengut, müssen natürlich gut reinhauen. So viel zumindest. So. Da oben noch ein bisschen was. Ne, Moment, falsch. Also müssen eigentlich hier folgen, gut. Aber wir haben ja gesehen, dass es da drüben irgendwo noch ein Item gäbe. Guck mal, sowieso ein bisschen falsch, was ich hier gerade mache. Es müsste hier irgendwo sein, gut. Unsere Füßen liegt. Kann ich den irgendwie direkt einsammeln? Nee, geht nicht. Okay. Eine krasse Eisenabwehr. Soll mir recht sein, dann schmeiße ich halt einen Superball. Aber wir sind auf irgendwelche Pokédex-Einträge kommen. Ernsthaft? Spiel flimmert irgendwie, keine Ahnung warum. Liegt es am Rauchball? Also an der. Keine Ahnung, woran es lag. Schwerball. Zing, zing. Georock gefangen. Items gab es keine, wa? Hä? Hey, was ist das? Das ist immer ganz komisch. Ein Hippo! Ein cooles Hippo! So, Bojolin Eishieb! Er hat einen Frostbrand. So, so, ja, das ist ja auch neu. Ups. Voll weg ist es. Der Frostbrand ist neu. Also nicht mehr wirklich einfrieren, dass er nicht mehr bewegen kann, sondern Frostbrand ist eigentlich wieder das Gegenteil zum Verbrandstatus, weil Verbrennung. Da ist es so, dass einem der Angriffswert gesunken oder reduziert wird. Beim Frostbrenner reduziert sich der Spezialangriff und man kriegt immer Schaden. Schwarzaugit, wir haben's! Krasse Scheiße. Ist aber natürlich auch sicher nicht dabei. Finde Scheiße. Da ist noch ein Kleinstein, super. Pokédex-Eintrag hätte ich jetzt gerne. Gibt's nicht, okay. Dann ist halt vorbei.
Tja, Freunde, die Folge hat es definitiv in sich. Da haben wir sogar noch ein Alpollo. Dann will ich jetzt mal gucken, was unser Nachtara so drauf hat. In ein Alpollo. Stampau geht sogar in der Mega-Variante. Okay, erstmal. Nachtara Gedanken, gut. Booster. Nur das spielt keine Rolle, weil es macht eh nur schläfriges, schläft man nicht wirklich rein. So, kann ich eigentlich auch zwei um zwei Stufen erhöhen? So, irgendwie links unten sehe ich jetzt keine Veränderung. Aber egal, Freunde, wie es weitergeht hier im Kampf gegen Alpollo plus Angelibunkel und vor allem, wie sich unser neu entwickeltes Nachtara schlagen wird und wie wir in der nächsten Folge vielleicht sogar noch Luxio entwickeln werden oder sogar noch unser Sichlor. Das wird es mir in der nächsten Folge zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Bis dahin, ciao zusammen!